So dann. Mal blappen. Ich wollte nicht schießen, als er spitz stand. Und als er sich drehte, habe ich dann sofort geschossen. Kira, das sieht so geil aus. Das war ein Hammer-Blattzeiterlebnis. Hammer! Und mit dieser coolen Blattjagd-Situation begrüße ich euch zu unserer Blattjagdschule hier auf YouTube. Blattjagdschule wird unterstützt von Jagdbüro Kahle. In den folgenden Minuten möchte ich euch ein paar grundlegende Dinge über die Blattjagd erklären und vielleicht auch das ein oder andere Gerücht mal angreifen und euch erklären, was denn da so dran ist. Die häufigste Frage, die uns zum Thema Blattjagd gestellt wird, ist wohl, welchen Blatter verwendet ihr? Und das ist wahrscheinlich auch einer der interessantesten Punkte für die meisten Zuschauer. Wer unsere Filme aufmerksam verfolgt, der weiß, ich benutze gar keinen Blatter. Das sieht dann ungefähr so aus. Dabei presse ich einfach nur ein bisschen Luft durch meine trockenen Lippen und mit einer gewissen Lippenmuskulatur kann man dann diesen Ton erzeugen. Das erfordert allerdings eine Menge Übung und bis man es wirklich gut kann, vergeht eine Menge Zeit. In einigen Filmen verwenden wir auch einen Blatter. Das hier ist der Lockschmiede Universal Rehblatter, von dem ich persönlich sehr überzeugt bin. Aber es gibt auch ganz andere Blatter, die ihren Zweck sehr gut erfüllen. Ihr kennt zum Beispiel diese Quetschbälle, den Butterloh-Blatter zum Beispiel, der natürlich schon eine Menge Böcke herangeblattet hat und ganz tadellos funktioniert. Er hat allerdings ein Problem. Und zwar, wenn ich ihn quetsche, während ich auf einen Bock ziele, habe ich immer eine Hand am Blatter. Und diese Hand brauche ich ja eigentlich, um ja, mit dem Gewehr ordentlich zu zielen und anzusprechen und zu schießen. Dementsprechend bin ich kein großer Fan von diesem Modell. Ein anderes Modell wäre zum Beispiel der Klausen-Rehblatter. Das ist ein sehr, sehr lauter, penetranter Rehblatter, der vor allem in Skandinavien seinen Zweck sehr gut erfüllt, weil er halt aufgrund seiner hohen Lautstärke eine sehr weite Reichweite hat und auch den Bock noch ranholen kann, der extrem weit entfernt ist. Letzten Endes muss ich aber eins sagen, eigentlich ist es ganz egal, welchen Blatter man verwendet. Wenn der Bock springen will, dann springt er meistens auch auf das quietschende Wagenrad. So, langsam wird's hell. Wir sind wieder unterwegs in Masuren und in der Wiese, in der wir letztes Jahr schon ein paar tolle Böcke rangeblattet haben. Und jetzt gucken wir mal, ob hier auch was springt.
alt genug. Wenn er jetzt bereit steht, kann ich schießen. Ja, die Wiese, die eigentlich in jedem Jahr hier bei Adam einen alten Bock bringt. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber jedes Jahr, wenn wir hier blatten, steht hier irgendwo ein alter Bock umher. Und dieser hier, das ist ein Sechser. Schön alt, schön starken Muffelfleck, der sich hoch ins Gesicht zieht. Starker Träger. Und der kam aus Blatten. Und ich habe jetzt relativ früh geschossen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mit dem rumgespielt, hätte ihn gerne noch ein bisschen näher rangeblattet, aber der Wind stand schlecht und deshalb habe ich gedacht, komm, jetzt wenn er breit steht, schießen wir. Adam! Bardzo dobrze! Der ist für die Revierverhältnisse hier sogar recht kapital, so wenn man die das mit dem Böck noch von letzten Jahren vergleicht. Stare! Stare! Ja, liebe Leute, guckt euch das mal an, das sieht man auch nicht alle Tage. Das wird wohl beim Kämpfen passiert sein, schätze ich mal. Gerold, ich sag, das ist. Für mich ist das so. Irgendwie Wolf oder Fuchs, irgendwas reingebissen oder Hund. Kann gut sein, ja. Würde ich schätzen. Kann gut sein. Auf jeden Fall ein braver Sechser. Die Rose. 5-6 Jahre alt. Also schon top. Die alte Rose auch so? Nee, leider nicht. Phänomenal. War so doof. Wenn nun aber in meinen Augen der Blatter nicht das Entscheidende ist, wann der Bock springt oder wann nicht, ist es vielleicht der Ton. Der Ton, es gibt die verschiedenen Töne, wie zum Beispiel den Pia-Ton, der Sprengfieb der Ricke. Oder zum Beispiel den Kitzfieb. Oder den Kids Angstschrei. Wie gut, boah, das tut richtig weh in den Ohren. Wie gut dieser Blatter diesen Ton nachmacht, könnt ihr daran erkennen, wenn ich das jetzt mal mit einem wirklichen Kids Angstschrei vergleiche. Hier blende ich es ein. Die Szene ist aus der Kids-Rettung im Mai. Wenn man jetzt das Kids schreien hört, dann bemerkt man, dass der Ton diesem hier verdammt nahe kommt. Der Kids Angstschrei hat allerdings ein großes Problem, und zwar er verbreitet Panik bei den Ricken in der Region. Es ist ja ganz klar, der Kids Angstschrei imitiert das schreiende Kids. Die Ricke möchte kommen, um dem Kids zu helfen, und in der Blattzeit erhoffen wir uns dann, dass der Bock der Ricke folgt. Es ist allerdings so, dass wir bei der Ricke damit eine gewisse Panik auslösen, und ja, eigentlich kann man das, wenn man waldgerecht zur Jagd gehen will, nicht gutheißen. Versteht mich nicht falsch, auch ich benutze den Kids Angstschrei. Benutze ihn zum Beispiel, wenn ich weiß, der Bock liegt bei der Ricke und ich möchte beide ranholen, sie reagieren aber nicht. Dafür hier jetzt mal eine kleine Szene. So. Der nächste Punkt
ist die Tarnung. Wir stehen jetzt hier gerade an einer sehr gut exponierten Stelle. Das heißt, wir können überall schön hingucken. Haben übrigens keinerlei Deckung. Man könnte jetzt versuchen zu blatten und wahrscheinlich würde auch ein Bock kommen, den man dann auf weite Entfernung sehen, ansprechen und erlegen könnte. Aber dieser Busch da bietet sich gerade optimal an als Deckung. Da stellen wir uns jetzt dran. Also Leute, vorne steht eine Ricke, daneben liegt ein Bock. Die Ricke ist zwar aufgestanden vom Blatten, hat sich hochgetan, aber kommt nicht. Versuchen wir mal ein Kitzvieh. Ja, Vieh auf jeden Fall. Und ich wollte noch weg. Okay, ich schieße. Ja. Boah. Spannend. Hammerbock. Ja, wie gesagt, die Ricke stand vor uns beim Blatten auf, wollte aber nicht kommen. Und dann habe ich den Kids-Angstschrei versucht. Die Ricke kam im ersten Turm sofort auf uns zu, der Bock hinterher. Dann wollte ich erst nicht schießen, weil das Haus da im Hintergrund ist. Habe ich sie ein bisschen nach rechts kommen lassen und dann habe ich geschossen. Und ich glaube, wir haben einen interessanten alten Abschussbock erlegt. Den gucke ich mir jetzt an. Stare und Select. Den Träger von dem Bock mal an. Alter, was ist mit ihm denn los? Oh ja. Das macht doch richtig Freude. Das ist ein 8-jähriger Bock. Das Spur, Adam. Vielen Dank. Ja, was soll man sagen? Blattjagd hier in Masuren. Wir sind jetzt zum 5. Jahr in Folge hier, weil die Jagd hier einfach, die Blattjagd, unfassbar viel Freude macht.
Man hat eine hohe Rehwilddichte mit alten Böcken, gut gehegten Böcken. Und dann kann man hier auch mal einen solchen interessanten alten Bock erlegen. Herrlich. Ihr seht, der Kids Angstschrei holt auf jeden Fall die Ricke ran und der Bock läuft hinterher oder aber eben nicht. Es gibt das Sprichwort, wenn der Bock bei der Ricke ist, kommt er nicht aufs Platten. Dem würde ich nicht zu 100% zustimmen. Klar, meistens bleibt er bei seiner Ricke, denn sie ist brunftig, sie ist für ihn interessant. Aber es gibt auch Beispiele, wo der Bock seine Ricke treibt, einen Platten, einen Pia-Ton hört und dann kommt. Und das, obwohl wir vorweg ein Kids-Fieb versucht haben. Das ist ja eindeutig eine Rickenpfeife. Oder beidseitig sogar? Ich glaube, das ist beidseitig eine Rickenpfeife. Erik, wenn du hinten noch eine Lücke hast, schieße ich ihn, ja? Da ist er. Mit nach rechts. Oder gehen dem entgegen. Die Decke schießt, ja? Ja. Guck dir den noch an. Guck dir den noch an. Was ist das für eine? Ich würde sagen 3 Jahre, oder? Brrr. Ja, ist kein alter Bock. Bang! Da hätte die Dublette sein können. Guck mal an. Und zwar haben wir jetzt wirklich lange hier geblattet und es passierte gar nichts. Und man hatte das Gefühl, das wird hier wieder nichts. Aber auf einmal, wie aus nichts, steht er vor uns. Kommt er aus dem Kraut. Ja, und interessant war jetzt, dass dieser Bock ja eine Ricke dabei hatte, die getrieben hat. Und wir versucht haben, mit dem Kids-Fieb die Ricke ranzuholen. Aber nichts passiert ist. Und dann aber auf den Sprengfieb der Bock reagiert hat, trotz dass er bei der Ricke war. Das zeigt, es gibt keine Regel, die immer zutrifft. Richtig. Das stimmt. Sarie! Da rechts ist ja. Nicht im Rücken. Gibst du meinen Stock bitte? Oh, da freue ich mich aber. Die Waffe auf. Danke, Gerold. So bin ich. Oh. Guck mal an. Schöne, tief hängende Rosen. Ja, das Alter. Genial.
Jetzt liegt er auf der linken Seite. Ne, ist seine rechte. Ja, rechte. Dass das immer so schwer für euch ist, das verstehe ich bis heute nicht. Erik. Ja. Zoom auf die Rosen. Auf diese wunderschönen dicken Rosetten. Rosen. Ja. Der Schlafmangel an Tag 6. Gute Bock. Stare. Schön, dass ich jetzt hier mit Schießer und Kanone stehe und im Video aussieht, dass er richtig geschossen hätte. Ja, das war zu erkennen. Mein Rücken macht er nicht mehr mit. So. Im fünften Jahr beim Jagdbüro Kahle ist langsam. Ist der Lack ab, meinst du? Da ist Spur. Adam, vielen, vielen Dank. Perfekt. Ja, Blattjagd-Tutorial 2023. Ich bin irgendwie ganz glücklich, dass wir gerade dieses Jahr den Entschluss gefasst haben, dieses Tutorial zu drehen, weil dieses Jahr ist besonders schwer. Ja, im Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall. Genau, weil wenn man den einfachen Tag erwischt hat, also den, wo die Böcke wirklich geisteskrank springen, da ist Blattjagd wirklich extrem einfach, muss man sagen. Und an Tagen wie diesen, also wie die letzten Tagen, da ist es wirklich schwierig. Und da trennt sich dann quasi die Spreu vom Weizen. Du bist also der Weizen, ja? Nee, das wollte ich so nicht sagen. Aber mit Gerold hier über so Rumpf zu fachsimpeln, mit welchem Ton wir es jetzt hier probieren und ja, was am Ende funktioniert und was nicht, ist schon interessant. Manchmal hat Gerold recht, manchmal habe ich recht. Ja, wir haben es eben gerade schon mal gesagt, es gibt eigentlich keine Regel, die immer anwendbar ist. Wichtig ist nur, wenn Blattzeit ist, müsst ihr jeden Morgen draußen sein, weil dann klappt es auch irgendwann. Also wir haben jetzt den 6. Tag in Folge, sind wir auf Yacht, stehen immer um 4 Uhr auf und natürlich schlaucht das, aber dadurch haben wir auch Jagderfolg und man braucht sich auch nicht einbilden, auch wenn ihr unseren Film seht, dass das immer sehr, sehr schnell geht und dass man einfach hier einen Bock schießt und da einen Bock schießt. Da steckt schon immer ein bisschen Arbeit und ein bisschen Zeit dazwischen, beziehungsweise ein paar Spots, wo auch nichts geht. Hier haben wir gedacht, hier geht auch nichts, aber ja, am Ende hat es doch noch geklappt. Der hat sich echt ein bisschen überreden lassen, aber so ist das manchmal mit den alten Böcken. Und ja, wie hast du noch was zu sagen gehört? Waldmannstag. In diesem Beispielvideo habt ihr außerdem schon etwas gesehen, was in meinen Augen bei der Blattjagd ein ganz essentieller Faktor ist. Und zwar Tarnung. Ihr seht, wir tragen meistens Jacken in Camouflage. Das hat einen gewissen Vorteil, nämlich dass man schon getarnt ist. In der Regel tragen wir diese Jacke, das ist die Shooter King Handflex. Eine leichte, dünne Jacke, wasserabweisend und winddicht, in Camouflage. Aber in meinen Augen ist es ziemlich egal, welches Camouflage man trägt, solange man sich ein bisschen der Umgebung anpasst. Viel wichtiger ist, und das habt ihr im vorherigen Beispielvideo schon gesehen, dass man nicht offen in der Landschaft steht, sondern zum Beispiel, wie in diesem Video jetzt war, an einem Busch steht, einem Baum steht oder einer anderen Struktur. Denn offen in der Landschaft wird der Bock einen relativ leicht eräugen können. Viel wichtiger noch ist die Exposition, das heißt, wo stehe ich in der Landschaft? Habe ich direkt vor mir eine Kuppe, hinter der ein herangeblatteter Rehbock verschwinden könnte und dann urplötzlich direkt vor mir auftaucht, wenn er mich wahrscheinlich auch sofort spitz kriegt, ist das ein Problem. Und dazu haben wir jetzt noch ein kleines Beispiel. Ja Leute, hier sieht man jetzt ein schönes Beispiel, wo wir auch schon in den letzten Jahren mal einen Fehler gemacht haben, deshalb weiß ich das hier ganz genau. Diese Wiese ist unheimlich interessant, hier ist viel Rehwild, hier wollen wir jetzt lachen. Und jetzt wollen wir eigentlich theoretisch hier stehen bleiben, weil wir eigentlich von hier aus einen super Überblick haben. Jetzt ist es so, dass 20 Meter vor uns eine kleine Kuppe ist. Wenn jetzt der Bock auf uns zukommt, zusteht, dann verschwindet er direkt hinter der Kuppe und taucht dann erst wieder vor uns auf, wenn er so nah ist, dass er uns quasi sofort spitz haben wird und weg ist. Deshalb müssen wir noch ein paar Meter weitergehen. Dann wollen wir mal platten.
Na, vier. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe, hat jetzt hier sehr gut geklappt. Hätten wir jetzt, wären wir da stehen geblieben, wo wir zuerst standen, haben dann geblattet, hätten dann geblattet, wäre der Bock hier unten im Tal gewesen und wir hätten die ganze Zeit nicht sehen können. So haben wir uns wunderbar auf 50 Meter angucken können und Fischführer Adam und ich waren uns einig, 3 oder maximal 4 Jahre, guter Sechser, so einen erlegt man nicht. Ja, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Ausrüstung, die wir mit zur Blattjagd nehmen. In meinen Augen mit das Wichtigste ist der Windprüfer. Wir benutzen gerne diese Modelle, bei denen man so ein bisschen Rauch herausquetschen kann, Rauchdampf, wie auch immer, die einem dann auch den Wind über eine längere Strecke zeigen können. Und dazu, wie wichtig der Wind ist bei der Blattjagd, hier ein kleines Beispielvideo aus 2021. Genau in der Mitte. Ja. Abnorm. Er kriegt Wind. Schieß nicht, komm. Nein, komm. Schieß. Traumbruch, Rosenstockbruch, ungerader Achter, 400 Gramm, 8 Jahre, alles. Das scheiß Wind, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wenn der Wind dann passt und der Bock herangeblattet ist, dann kommen wir auch schon
ans Ansprechen und vielleicht auch Schießen. Und da möchte ich erstmal einen sehr wichtigen Fakt ansprechen oder Punkt ansprechen, und das ist der Schießstock. Ihr seht es in den Beispielvideos, jetzt haben wir in der Regel den Raptor-Schießstock vom Jagdbüro Kahle benutzt. Der hat einen großen Vorteil, und zwar, dass das ein Fünfbein ist und die Waffe somit im Ziel liegt, vor mir aufgebaut ist und ich die Hände frei habe. Das heißt, ich kann Platten, Abglasen etc. mit beiden Händen. Er ist allerdings dann von Nachteil, wenn es alles sehr schnell gehen muss und man groß agieren muss. Deshalb benutze ich auch noch viel öfter den PA-Jagdschießstock. Das ist ein Vierbein mit Vorderschaft und Hinterschaftauflage. Das Gewehr hier drauf aufgelegt ist dann doch schon relativ flexibel. Und wenn es ganz schnell gehen muss, kann ich ihn zum Zweibein umfunktionieren, die Waffe hierauf auflegen und optimal agieren. Ja, und zur Waffe, die wir immer so für die Blattjagd verwenden. Punkt 1, der Schalldämpfer, in Polen und deshalb in unseren Beispielvideos nicht erlaubt, zu Hause aber immer auf der Waffe. Ansonsten habe ich eigentlich einen ganz klassischen Repetierer im Kaliber 308, mein Alltagsgewehr, den ich für alles verwende. Den Rehbock könnt ihr mit so ziemlich allen gängigen Kalibern erlegen und da würde ich kein großes Hexenwerk draus machen. In meinen Augen ist viel wichtiger, was für eine Optik man auf dem Gewehr hat. Ich benutze fast immer das 1,7 bis 13,3 Z8i von Swarovski. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass ich auf 1,7-fach weit herunterdrehen kann und auch den ganz nah herangeblatteten Bock sauber erlegen kann. Aber zum Beispiel, wenn der Bock jetzt auf 100, 150 Meter vor mir steht, kann ich im Ziel hochdrehen und auf 13-fach sehr präzise ansprechen. Deshalb bin ich persönlich ein großer Fan von diesem Glas. Letzten Endes ist nur wichtig, dass ihr ein variables Glas benutzt, das ihr runterdrehen könnt, falls der Bock nahe kommt. Ja, und was natürlich auch besonders wichtig ist, wenn man an einen Blattspot kommt, an dem man jetzt blatten möchte, ist, dass man leise ist. Nicht selten liegt der Bock einfach in der Wiese vor einem oder in dem nächsten Feldgehölz. Hier dazu eine kleine Beispielszene. Nicht mit Bock, aber mit einer Ricke, die plötzlich direkt vor uns steht. Was außerdem wichtig ist, wenn man über Blattjagd spricht: Blattjagd ist nicht immer Blattjagd. Es gibt Jahre, da springen die Böcke gefühlt gar nicht und es gibt Jahre, da springen sie, wie schon erwähnt, auf das quietschende Wagenrad. Aber das ist nicht nur jahresabhängig, es ist teilweise tagesabhängig, tageszeitabhängig, rehbockabhängig, wetterabhängig. Man kann sich keine genaue Regel ausdenken, wann der Bock denn springen wird und wann nicht. Hier jetzt eine Szene, wir pirschen durch den Wald, entdecken einen kapitalen Rehbock, den wir auch gerne erlegen wollten. Ja, der Bock hat uns nicht spitz, zieht von uns weg und wir fangen an zu blatten. Ja, trotz dass der Bock ganz offensichtlich in der Nähe ist, keine Ricke dabei hat, wir zur Blattzeit Hochzeit da sind, 9. August, scheint er nicht zu springen. Stattdessen springt eine Ricke. Ja, und da habe ich schon erwähnt, die Blattzeit Hochzeit. Wann ist der beste Zeitpunkt für die Blattjagd? In meinen Augen zwischen dem 5. und 15. August. Aber wie schon erwähnt, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Revier zu Revier, von Höhenlagen, vom Wetter etc., von Jahr zu Jahr. Das kann sehr stark variieren. Aber letzten Endes muss ich sagen, wenn man am 5. August anfängt mit der Blattjagd, wird man in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch einen Bock heranblatten können. Ja, und dann möchte ich mal über einen Begriff sprechen, der im Zusammenhang mit Blattjagd immer wieder falsch verwendet wird. Und das ist die Rehbrunft.
Die Rehbrunft ist nicht die Blattzeit. Die Rehbrunft ist meist Ende Juli und ist die Zeit, in der der Großteil der Ricken brunftig ist, die Böcke die Ricken treiben und beschlagen. Nachdem die meisten Ricken dann beschlagen sind, sind die Böcke dann immer noch aktiv und suchen aktiv nach Ricken und springen vor allem aus Blatten. Und das ist dann die Blattzeit. Und das ist ein Unterschied, über den man mal gesprochen haben muss. Denn leider höre ich immer wieder, dass Jäger falsch über Blattjagd, Blattzeit und Rehbrunft sprechen. So, und jetzt habe ich schon eine ganze Menge Informationen über die Blattjagd gegeben, aber weiß Gott nicht alles. Alles kriege ich sowieso nicht in ein YouTube-Video. Aber jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, der leider immer wieder vergessen wird. Und das ist Geld. Jagd kostet Geld. Das ist so. Das ist in Deutschland so oder im Ausland so. Ob ich mir zu Hause ein Revier pachte oder 2-3 Mal im Jahr ins Ausland fahre und dort eine Jagd erlebe, kommt wahrscheinlich finanziell relativ aufs Gleiche heraus. Natürlich kann man auch mal von Freunden oder Bekannten zur Jagd eingeladen werden und hat dann wahrscheinlich auch die schönsten Jagderlebnisse. Wenn man aber zum Beispiel mal mit einer Handvoll Kumpels ins Ausland fahren möchte und eine Jagdreise wie wir auf Rehböcke erleben möchte, dann solltet ihr ungefähr wissen, was sowas kostet. Und um das mal anzusprechen, habe ich mich mit Jörg Everitsch getroffen und über das Thema gesprochen. Ja, liebe Bockjäger, ihr habt es gesehen, wir haben eine Woche lang hier in Masuren gejagt, eine Menge alter Böcke erlegt. Und da muss man einfach sagen, wenn man Wert drauf legt, alte Böcke zu erlegen, das tue ich, dann hat man in Deutschland inzwischen echt schlechte Karten, weil die deutsche Jagdpolitik letzten Endes dafür sorgt, dass der alte Bock in Deutschland inzwischen sehr, sehr dünn gesät ist. Hier in Polen haben wir gesehen, scheint es noch jede Menge alte Böcke zu geben. Und da muss man einfach mal dazu sagen, wenn man so eine Jagdreise hierher macht, das muss von einem professionellen Jagdreisebüro organisiert werden. Das ist so ist die Gesetzeslage hier in Polen. Und Jörg, dann kommst du ins Spiel. Ich möchte gerne einfach mal ganz mit offenen Karten spielen, was denn so eine Jagdreise in etwa kostet. Du hast völlig recht, man muss irgendwann mal über Geld reden und jeder Jäger weiß, Jagd kostet auf der ganzen Welt Geld. Sie ist nirgends kostenlos, auch in Deutschland nicht. Irgendeiner bezahlt die Jagd. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Böcke zu bejagen, das heißt über Pauschalangebote oder einem Preislistenangebot. Preisliste heißt, man hat einen Grundkostenbereich für Unterkunft, Jagdführung und die ganze Organisation und dann bezahlt man jeden Abschuss extra. Oder man sagt, man möchte dieses Paket Grundkostenorganisation haben und inkludiert Rehböcke, die man auch ohne Limit, ohne dass man darüber nachdenken muss, wie viel wiegt der, denn das ist es natürlich, der Rehbock wird nach Gehörngewicht abgerechnet. Das Gehörngewicht minus 90 Gramm ist das Gewicht, was am Ende bezahlt werden muss. Und bei diesem Pauschalangebot ist es so, dass wir auch Jagd bezahlbar machen wollen. Und das können wir zum Beispiel in den Hochwildforstrevieren hier in Masuren, besonders Johannesburger Heide oder südlich von Allenstein, dem heutigen Olsztyn. Dort gibt es Pauschalangebote, wo man 4 Tage mit kompletter Unterkunft, Jagdorganisation, den ganzen Gebühren und inkludiert 3 Rehböcke ohne Trophäenbegrenzung für 1500 Euro bekommt. Da sei aber auch ganz ehrlich gesagt, da ist die Chance auf einen Medaillenbock über 400 Gramm netto gering. Die Böcke liegen zwischen 200 und 300 Gramm in der Regel, aber zum Leidwesen meiner Abrechnung wiegen auch immer wieder einige doch dann über 400 Gramm. Das sind dann die besonderen Erlebnisse und das große Glück und Weidmannsheil des Jägers. Das soll uns auch alle dann freuen. Genau. Das ist dieses Paket für diese Waldreviere. Und wenn jemand sagt, na, ich möchte aber doch eine größere Chance haben, sollte denn doch mal die Chance auf einen stärkeren sein, dann haben wir auch dieses ein ähnliches Paket mit diesen 4 Tagen, dann allerdings schon mit 5 Böcken, weil wir dann in den Feldrevieren jagen. Und das liegt dann bei 2.700 Euro, also 4 Tage, alle Grundkosten, 5 Böcke ohne Limit. Da sind dann wirklich schon die Chancen, dass mehrere Böcke deutlich über 300 Gramm wiegen und dann auch der Medaillenbock mit hoher Wahrscheinlichkeit erlegen kann. Okay, und also das sind Pauschalangebote für einen gedeckelten, fixen Preis. Jagd und bezahlbar. Das genau. Kostet's, fertig. Genau, und wenn jetzt mal jemand sagt, ich möchte jetzt einmal Geld in der Hand nehmen, ich möchte jetzt einmal auf einen Lebensbock jagen oder vielleicht mal Böcke jagen, wie ich sie von zu Hause nicht kenne, von der Stärke her, dann würde ich das empfehlen, ja in einem Revier zu machen, wo man das nach Gramm, also nicht pauschal jagt. Da muss man, also wenn man die Wahrscheinlichkeit, und wir sagen immer nur Wahrscheinlichkeit, nie Garantie oder sonst etwas, und wir haben die Reviere, wo in regelmäßigen Abständen, sprich jedes Jahr, mehrere Böcke um die 500 Gramm erlegt werden, und da muss man einfach sagen, da hast du Grundkosten, die liegen dann, sag ich mal, bei 4 Tagen bei 1000 Euro. Und dann bezahlst du jeden Abschuss extra und da liegt ein 500-Gramm-Bock so um die 2.000 Euro. Mhm.
Also und hier klettert er in Masuren auch nicht weiter. Ich glaube, der ist bei 2,2, dann Ende mit 2,2. Und wenn er 550 wiegt netto, 580, gedeckelt, Schluss. Aber das fällt dann natürlich ein bisschen anders in die Kasse. Richtig, das ist also wesentlich teurer. Ich persönlich, mir ist bei der Jagd besonders wichtig, dass ich auf alte Böcke jage. Dementsprechend finde ich so ein Pauschalangebot hier in so einem Waldrevier ganz hervorragend. Und sehr reizvoll, weil das Blatten, wir haben ja nun die Blattjagd gemacht, ist da auch sehr, sehr interessant. Und du hattest ja auch anfangs gesagt, hier die Jagdpolitik. Warum sind hier die alten Böcke? Es werden hier keine jungen Böcke, ich sag jetzt mal, mit Absicht erlegt. Dass vielleicht mal ein Bock jünger fällt, weil man es nicht richtig angesprochen hat. Aber man bejagt keine Knopfböcke, bejagt keine zweijährigen Spießer. Man lässt sie einfach in die Klasse reinwachsen, um dann natürlich auch am Ende interessante Böcke zu bekommen, die vielleicht nicht vorher selektiv rausgenommen worden sind. Und dadurch hast du das, was du gerade am Anfang erwähnt hattest, die Chance auf alte Böcke. So, und jetzt haben wir hier geredet, das ist, muss man ja sagen, für mich als Jäger ist das eine Trophäenjagd. So, da muss man aber klipp und klar sagen, und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das jedes Mal, wenn man das Wort Trophäenjagd in die Hand nimmt, auch erwähnt, selbstverständlich wird auch hier in Polen jedes Stück Wild, das erlegt wird und eine Trophäe auf dem Kopf hat, dass der Jäger damit nach Hause nimmt, selbstverständlich wird jedes Stück Wild verwertet, vermarktet und für den menschlichen Verzehr zugänglich gemacht. Ja, du siehst das ja auch an der Behandlung des Wildes. Die achten ja absolut darauf, dass das Wildbrett nach dem Schuss sauber aufgebrochen, sauber in die Kühlkammer, auf dem schnellsten Weg in die Kühlkammer gebracht wird und es geht sofort oder dann entweder in den Handel oder in den eigenen Verzehr. Mittlerweile ist Wildessen in Polen schon ja, modern. Also vor 10 Jahren war das kaum möglich, aber jetzt gibt es hier wirklich, wenn wir essen, auch hier in den Quartieren, gibt es immer Wild auf dem Tisch. Mhm. So, und dann gibt es noch einen Punkt, den hast du zum Anfang schon erwähnt, den möchte ich auch noch mal erwähnen. Das klingt erstmal abschreckend, wenn man sagt, ich mache so eine Bockjagd, die kostet irgendwas bei 2000 Euro oder sowas. Man muss sich aber auch vor Augen halten. Wenn ich jetzt jemand bin, der in Deutschland zur Jagd geht oder deutscher Jäger bin, wenn ich mir ein Revier pachte und das Revier unterhalte und pflege und so weiter, kostet das auch Geld und das ist meistens wesentlich mehr. Und wenn ich dann jetzt noch jemand bin, der zum Beispiel aus privaten oder geschäftlichen Gründen wenig Zeit hat, um mich wirklich um ein Revier zu kümmern, für den ist es doch dann viel angenehmer zu sagen, hey, ich fahre lieber einmal im Jahr schön bei schönem Wetter zur Blattzeit nach Polen, mache mir eine nette Woche mit 2, 3 Kumpels, schieße da meine Böcke und habe auch ein tolles Jagderlebnis. Viel stressfreier. Viel stressfrei. Jörg, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Woche hier in Masuren. Zum 5. Jahr in Folge waren wir jetzt hier und ich sag's, es ist jedes Jahr aufs Neue ein Erlebnis. Und für uns ist es schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja neben den tollen Jagderlebnissen auch viel Spaß und das ist ja wichtig. Wir sind in immer einer größeren Gruppe, da wird sich gut unterhalten, tolle Gespräche und das gehört nämlich auch zur Jagd. Gesellschaft, vergesst das nicht. Da Spur. Jetzt habe ich aber eine Menge über die Blattjagd erzählt und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen vermitteln. An der Stelle sei noch eins gesagt, es gibt keine Regel, die immer zutrifft und keine Sache, die nie passieren kann. Doch eins kann ich euch versichern, wenn ihr die Böcke alle zu jung erlegt, werdet ihr bald schon keine alten Böcke mehr haben. Also Leute, ranblatten, ansprechen, Abschussbock, alter Bock etc. Bitte erlegen, aber lasst die jungen, gut veranlagten Böcke leben. Der Wildbestand wird es euch danken und vor allem werdet ihr irgendwann, dank einer nachhaltigen Jagd, eine waschechte Lebenstrophäe an der Wand hängen haben. So wie mein Vater hier im Hintergrund ein paar abnorme Böcke und auch den ein oder anderen hochkapitalen Bock. Und solltet ihr jetzt Lust auf Bockjagdfilme bekommen haben, schaut doch mal bei Hunt on Demand vorbei, da gibt es über 200 Bockjagdfilme. Also Leute, wir haben den 1. Mai morgens. Ungerade Achter. We'll be right back.
Helfer teilen.